Das hier sollte ich natürlich jetzt auch eigentlich nicht machen. Meine Gefühle überkommen mich einfach. Also, wir sind jetzt seit über 6,5 Stunden unterwegs. Wir hatten bisher gefühlt nicht ein Fleckchen Schatten. Und wir haben hier gerade so eine, ja, keine Ahnung, Baracke, was auch immer, gefunden. Wellblech im Hintergrund, da ein paar Berge. Jetzt einfach mal kurz auch den Rücken wieder entlasten, einen kleinen Riegel essen, was trinken, kurz 20 Minuten Pause machen und dann geht's weiter. So. Es ist übrigens natürlich ein bisschen ärgerlich mit dem ganzen Plastemüll von den Flaschen, aber es gab leider keine 1-2 Liter Flaschen, deswegen mussten wir es so lösen. Und wir haben gerade mal ein bisschen das Ganze gecheckt, wir sind schon ein Stück über der Hälfte, das heißt, ich kann auf jeden Fall ordentlich was trinken und essen. Mit einem kleinen Puffer noch, das gefällt mir. Ach so, noch eine andere Info. Wir liegen hier übrigens auf einem Riesenberg Scheiße. Proteinriegelchen? Oh, was ist denn los, Fabio? Mensch. Willst du tauschen oder ist der geschenkt? Nee, das ist einfach geschenkt. Okay. Jetzt geht's ja los hier. Fabio kriegt Gänsehaut in der Wüste. Unsere Pause neigt sich langsam dem Ende. Ich habe gerade 3 Riegel verspeist und jetzt habe ich ein kleines Problem, Freunde. Ich sag mal so, das Auto hupt. Ich habe da so eine Idee. Fabio, was glaubst du, wird diese Idee funktionieren? Ich spreche sie nicht aus. Die Leute wissen schon, worum es geht. Nicht? Ja, dann ziehe ich mal los, wa? Wir haben noch so ungefähr 1,5 Stunden Licht, nicht mehr ganz, und haben uns überlegt, dort oben jetzt hoch zu gehen und auf dem Berg zu übernachten. Aber hier vor uns liegt nochmal ein wahrscheinlich heftiger Canyon. Wir werden es in wenigen Augenblicken erfahren. Irgendwie habe ich Gefallen an so ausgetrockneten Canyons gefunden. Sieht einfach nur graziös aus. Und hier sind auf jeden Fall einige Spuren von Schafen oder ganz anderen Prädatoren mal wieder. Hier würde ich, also hier muss ich jetzt nicht gerade weiter. So, Fabio ist drüben schon beim Schlafplatz, während ich jetzt hier gerade noch den Airdrop gefilmt habe. Jetzt gibt es so eine kleine Mini-Kammwanderung hier. Alter. Alter. Wie für uns gemacht? Ja. Ey, wie geil ist das denn, Alter? Mit diesem Ausblick? Hoho! Kleiner Disclaimer, wir zeigen jetzt wieder Fabios Füße und die neuen Blasen und den Zustand der alten. Wer das nicht sehen kann, bitte kurz eine Minute oder sowas überspringen. Let's go. Alte Schwede. Die ist neu. Aber die am Hacken finde ich eigentlich am geilsten. Die klappbare. Da kannst du auch was drin verstauen. Der kleine Zeh, den kannst du eigentlich abnehmen, oder? Ja, der ist am Faulen, der ist am Abfaulen. Ja. Jetzt. Ja. Und wie fühlt es sich so an? Ja, es ist schon angenehm, jetzt mal hier diese Socken auszuziehen.
Meine Schuhe haben auf jeden Fall auch gut gelitten hier bei dem. Ach so, ja, meine Vans lösen sich auch so halb aus, so ein bisschen. Das geht noch. Also die halten schon länger, als ich dachte, so jetzt hier bei der Sache. Airdrop in 3, 2, 1, Auslösung. Damit das Ganze auch mit fairen Mitteln abläuft, Fabi hat soeben ein Zitronenwasser von mir bekommen. Ich habe im Gegenzug ein Proteinriegel von ihm bekommen. Und auch der André hat ein Zitronenwasser von mir bekommen. Und ich gestern einen Riegel von ihm. Rein preislich steht das nicht in keinem Verhältnis, weil meine Getränke viel teurer sind als die Einzelriegel. Das stimmt überhaupt nicht. Der Proteinriegel hat mindestens 1,20 gekostet. Ja. Hier, das waren 1,09 Euro. Siehste? Shit, ich bin 11 Euro im Miese bei dir. 11 Euro vor allem, 11 Cent. Haben wir eigentlich schon mal den Ausblick gezeigt hier? Da hinten ist irgendwie Militärzone, Airdrop und so weiter. Gepäck ist angekommen. Holen wir morgen früh ab. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Sonne geht da hinten schon fast unter. Es ist sofort kalt. Und ich weiß einfach jetzt schon, die Nacht wird richtig beschissen für mich. Und ich habe gar keinen Bock. Gemacht. Ich habe hier mein Kissen aus leeren Flaschen. Im Hintergrund ist die Sonne gerade noch mal am Horizont richtig geil rausgekommen. Wird wahrscheinlich gleich weg sein. Ich freue mich auf die Nacht. Wir haben morgen natürlich auch noch ein ordentliches Stückchen vor uns mit ein paar geilen Stellen, auf die ich mich freue. Ich sage an dieser Stelle einfach schon mal gute Nacht. Wir gönnen uns noch ein paar Riegel, trinken ein bisschen was, genießen den Ausblick und haben hoffentlich eine erholsame Nacht. Aber realistisch gesehen werde ich mir wieder den Arsch abfrieren. Er grinst. Dieser Hund. Ich habe kurz überlegt, ob ich fragen soll, ob ich mal mein Setup hier vorstellen soll, aber ich dachte mal, das lasse ich. Ja, ja, ich hab... Um die Wunde nicht noch weiter aufzureißen. Nee. Dafür sind meine Füße heile. Uhr. Ein Wind frischt auf. Ach, Fabio, ist eine sehr gute Frage. Wie spät ist es? Es ist 1.10 Uhr. Wie spät es ist, ist eine sehr gute Frage. Es ist 2.15 Uhr. 3.35 Uhr. 5.45 Uhr. Ah, super. Danke. Der Mond ist auch am Start. Es war wieder eine vorzügliche Nacht. Oder auch nicht. Ich habe mal mir den Spaß erlaubt und meinen Schlaf getrackt. Und, Moment. Tiefschlafphase. Ich glaube, das ist die, wo man sich erholt, ne? 1 Stunde 12. Und leichte Phase, also da, wo man so ein bisschen döst, ist 4 Stunden 8. Also ich fühle mich jetzt nicht so erholt. Tatsächlich kältemäßig ging's. Aber Fabio Schäfer, die alte Legende, den interessiert das nicht. Der schläft, schläft seit 21 Uhr gestern Nacht, immer noch. Der hat sich nicht einmal bewegt. Nicht einmal, der liegt immer noch so da. Und der wird nachher aufwachen und sagen, oh, das war eine gute Nacht. Ja, ich habe wieder 8 Stunden lang durchgeschlafen. Super. So, 6:29 Uhr. Der Mond ist leicht gewandert und Fabio pennt immer noch wie ein Stein. 7.11 Uhr und die Dämmerung beginnt. We'll be right back.
Sonne ist aufgegangen, wir haben alles zusammengepackt. Es geht in wenigen Sekunden los, aber ich habe nochmal einen Blick aufs Thermometer gewagt und wir haben aktuell Stand jetzt gerade 1 Grad. Also kein Wind, kein Regen, ne, maximal heute 16 Grad, aber jetzt einfach nur 1 Grad. Das heißt, wir hatten heute Nacht wahrscheinlich wieder irgendwas um die minus 1, 0 Grad. Die Flaschen beim Trinken eiskalt, sobald man mal pinkeln war und aus dem Schlafsack raus ist, eiskalt, obwohl das Ganze nicht so wirkt. Aber auch in the desert kann es kalt werden oder wird es kalt. Wir werden jetzt straight in die Richtung gehen, ja, auf dieses Hochplateau, das ist unser Ziel. Mal gucken, ob wir da überhaupt irgendwie hochkommen. Aber, und das sieht man jetzt schon, auf dem Weg dorthin ist auf jeden Fall mindestens 1, 2 oder sogar 3 Canyons, die sich da irgendwie durchziehen. Wird, glaube ich, auch nochmal geil, aber wir folgen jetzt einfach der Richtung. Fabio dreht jetzt völlig durch. Ja. Zack, 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 zack. Oh, geil. Das ist auch eine Runde Trailrunning. Man kennt es. Was ist los mit dem Typen? Er fängt einfach an zu joggen. Was soll das? Steckt ihr euch einen Finger so rein? Dieser Lehm ist so geil, flauschig, flutschig, glitschig. Das macht wirklich Spaß. Damit könntest du deine geile Schale töpfern, die du da hast. Ja, stimmt. Ja, das würde übelst krass funktionieren. Kommt eine Höhle. Aber ich glaube. Nee, es macht. Echt, nee, kommst du mit Rucksack nicht durch. Das wäre auch richtig dumm. Weil es ja kein Stein ist, sondern. Geh da oben lang. Bisschen hier hinten. Oh, das ist. Ah. Da war, wir stehen hier gerade auf einer kompletten Unterspülung halt, ne? Okay, wir müssen darüber jetzt einen Jump wagen. Okay, ich mach's jetzt einfach, ja? Oh, Alter, das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil. Anrennen. Wie Mountainbike. Einfach ran und dann bupp. Alter, fühle ich gar nicht. Ja, mach jetzt. Alter, das fühle ich null. Wieso? Weil das zu Fuß ist. 3, 2, hä, was? Gar kein Fall. Ja, lass mal André vor. Mountainbike gerne, ja. Fabio hat Angst. Von hier unten sieht es total lächerlich aus. Das sieht für mich nicht machbar aus. Fabio ist eine Muschi. Fabio ist. Nein, du musst nicht, Fabio, wenn du nicht willst. Aber von hier sieht es voll lächerlich aus, ne? Ja, es ist 1 Meter oder so. Ja, ja. Nee, ich gehe einfach hinten durch die Höhle. Werdet ein.
Canyon raus, gefühlt ein ganzes Canyon-Labyrinth durchquert. Kommt der nächste. Was geht so bei dir? Oh, ich finde gerade diesen Boden sehr angenehm. Irgendwie ist das touchy. Das sieht so weich samtig aus. Ja, es ist so ganz samtig. So leicht lehmig, aber dennoch trocken, aber irgendwie noch so eine Restfeuchtigkeit. Es schick dich, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Fario, du überhitzt! Ist das gerade wirklich passiert? Ich glaube schon. Alter, nein. Alter. Das gibt Nippeltwist des Todes, aber Double Twist. Aber nicht abreißen. Ja, ich kann für nichts garantieren. Das ist unfassbar. Das Gute ist, ich vergesse nicht und schlage zu, wenn es vergessen ist. Krass, das hat sich gereimt. Das war gar nicht meine Absicht. Ach, du bist richtiger Gangster-Rapper, Alter. Ich hab so Angst, Alter. Ja, nee, ich mache erst was. Ja, dass du nicht mehr dran denkst. So. Ich weiß. Das könnte auch Taktik sein, einfach direkt zu. Das war noch viel. Das war stumm. Fuck, das war jetzt schon so ein verzweifelter Angriff. Das war so ein wilder Schwinger. Ja. Freunde, es war ein leicht beschwerlicher Weg durch die ganzen Canyons, aber wir haben es geschafft und sind jetzt kurz vorm Plateau angelangt und werden uns jetzt nach oben kämpfen. Das wird nochmal ordentlich knackig. Machen wir das als Team oder ist das jetzt hier wieder so eine Harakiri, ich mache jemanden nass und Du hättest mich gerade fast gehabt. Ich hab's nicht vergessen. Du hättest mir jetzt den Nippel fester ziehen können. Vor allem, guck mal, dass er sogar noch... Ja, ich hab den schon gespottet. Ich du hättest machen können. Ich weiß. Aber Fabio ist vielleicht ehrenvoll und macht es gar nicht mehr. Wir werden sehen. Nee, wir gehen da als Team natürlich hoch. Ist ja mittlerweile Tag 3, in dem wir unterwegs sind. Auch die Wasservorräte neigen sich so langsam dem Ende. Ich glaube, ich habe noch 2 Riegel. Ich bin hier schon die Gruppe am Durchfüttern. Eben hier Proteinriegel, den geilen Shit habe ich hier verteilt. Ja, das muss man sagen. Ja. So wie ich gestern noch das Wasser verteilt habe. Naja, man muss wirklich sagen, wir helfen uns gegenseitig, wir supporten uns. Wir kamen als Team und wir kommen als Team und wir gehen als Team. Irgendwie erwarte ich hinter jeder Aktion eine Falle. Einfach in so einen Dornbusch reingeschoben. Bei den Steinen muss man auf jeden Fall aufpassen, die sind super rutschig mit dem Gefälle hier. Aber immerhin. Auf jeden Fall jetzt mal richtig geschwitzt. Puls bei 122. Alter, du bist komplett
Was? Weiß hinten. Schweiß? Ah! Oh, Scheiße. Oh, die Falle habe ich komplett geschluckt. Ey, wie clever war das denn? Das war Teamwork. Das war Teamwork tatsächlich. Echt? Habt ihr euch abgesprochen? Er hat mir so ein Zeichen gegeben, dass er am Film ist. Ja. Nee, ist noch dran. Aber er ist hart. Aber er ist hart. Na gut, dann kannst du jetzt auch entspannt weitergehen. Wir haben uns alle wieder lieb. Ja. Ach, schön. Und es riecht wieder nach Thymian. Es ist einfach schön. Ich hab Bock auf Pommes. Euro Ausrüstung, eine Wüstendurchquerung machen. Das war ja so ein bisschen die Challenge bei der ganzen Sache, die spontan entstanden ist. Und ich muss sagen, ja, die Nächte waren nicht das Beste, aber ich hätte gerne eine dickere Isomatte gehabt, ja, ein bisschen Luxusprobleme, aber es funktioniert so. Ich hatte ein bisschen kalte Füße, bin trotzdem durch die Nacht gekommen, ich habe ein paar Stunden Schlaf gehabt, ich hatte genug Wasser, ich hatte genug Essen, genug Energie. Ja, also ich bin eigentlich ganz happy mit dem. Absolut auch. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt hier die krassen Schuhe vermisst. Natürlich war das nicht so geil, hier mit den Schuhen hier rumzulaufen. Ich habe ein paar Blasen. Aber wenn man überlegt, was man sonst für eine Gear dabei hat, wie viel Kohle man ausgibt. Ich meine, es macht ja auch Spaß, ja, sich mit Gear und so weiter zu beschäftigen. Aber hieran sieht man mal wieder, man braucht nicht viel Geld auszugeben. Man kann aus der Not heraus einfach geile Sachen erleben. Man nimmt die Erlebnisse mit nach Hause. Und das ist viel wichtiger, als irgendwie vorher viel Kohle ausgegeben zu haben. Ja, würde ich sagen, schönes Schlusswort. Danke an Fabio, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich auch André hinter der Kamera, findet er auch unten. Und da würde ich sagen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, denn das nächste Abenteuer steht quasi schon in den Startlöchern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.